Jo, dann herzlich willkommen an alle, die sich meinen Vortrag anhören. Die konfigurierbare Datenstation Robotron K8915. Da wollte ich mal erzählen, wie konfigurierbar ist diese Datenstation eigentlich. Kurz zu mir, mein Name ist Dirk Karnath. Unsere Organisation haben wir das Räumchen genannt, weil das mal ein recht kleiner Hobbyraum war. Dort betreiben wir Computerarchäologie, Klangkunst und Handwerk, wobei mein Teil von unserem Zusammenschluss die Computerarchäologie ist, wie man leicht sieht. Und kommen wir gleich zur ersten Folie. Und wie bei jedem Vortrag ist die erste Folie die Gliederung. Und der erste Gliederungspunkt ist dann meistens Motivation. Ja, warum mache ich das Ganze hier? Dann will man natürlich erstmal wissen, um was für ein Gerät handelt sich das, was habe ich ja eigentlich mitgebracht. Und ich wollte mal so ein bisschen darüber erzählen, was Retro-Computing eigentlich ausmacht, was da so die Aspekte sind. Und bei so einem Gerät ist auch immer ganz wichtig, wie ordnet sich das ein. Es gibt von Robotron eben sehr viele Geräte, die alle ähnlich aussehen, ähnlich heißen. Das könnte man mal so ein bisschen abgrenzen. Dann will man natürlich auch wissen, wie ist so ein Gerät aufgebaut, wie ist dessen Architektur, welche Komponenten spielen wie zusammen. Und natürlich soll das Gerät ja auch leben, soll was tun. Das heißt, es geht darum, wie nehme ich so ein Gerät in Betrieb. Und weil das gerade noch so ein laufendes Projekt ist, gibt es ein Zielbild, wie es aussehen soll. Aber das Zielbild ist eben noch nicht erreicht. Das ist so ein Zwischenstand, was man mit dem Gerät tun kann. Und natürlich soll es, damit das Ganze hier auch seinen Sinn erfüllt, etwas Demo geben. So, zum ersten Punkt zur Motivation. Es geht im Allgemeinen darum, diese Geräte zu erforschen. Um die Geräte zu erforschen, muss man sich natürlich mit der Hardware beschäftigen, woraus besteht das Gerät, was hat das für eine Konfiguration, für eine Bestückung. Hier ist es so, deswegen dieser Begriff Wickelbrücken, in diesen Geräten werden noch keine Jumper gesetzt, sondern es wird praktisch ein Draht genommen und von einem Pin auf den anderen Pin gewickelt, um eine Konfiguration herzustellen oder eben nicht herzustellen. Darum geht es. Dann gibt es natürlich auch die Softwareseite, die man da erforschen kann. Ne? Wobei es vor allen Dingen im ersten um die Firmware geht. Das heißt, wenn der Rechner angeworfen wird, was ist das Erste, was er tut? Wie startet er? Da geht es vor allen Dingen so um EEPROMs, um BIOS. Dann geht es natürlich im nächsten Schritt dann um das Betriebssystem, was auf dem Rechner läuft, was er da eben drauf setzt. Und da oben drauf sitzen dann die Anwendungen. Ne? Und das ist das, was alles so in diesem Bereich Softwareerforschung zählt. Und das Interessante ist natürlich eben, so ein Gerät in Betrieb zu nehmen, also um halt heutzutage noch zeigen zu können, wie hat das Ganze damals funktioniert. Ne? Sprich, ich will die Funktionalität des Geräts darstellen, ich will sie möglichst komplett darstellen, das heißt, alles, was das Gerät kann, jeden Aspekt will ich mal beleuchtet haben. Das ist so der Idealzustand des Ganzen. Ne? Und gerade bei so Rechnern wie Terminals ist es so, dass es eine Betriebsumgebung gibt für dieses Terminal. Ein Terminal steht ja nie alleine. Bei einem Terminal ist es ja immer so, dass da eine Hostmaschine dahinter hängt. Das heißt, in seinem Original-Daseinszweck steht er eben auf dem Tisch und dahinter steht eine dekorative Schrankwand, die riesengroß ist, die ich natürlich nicht habe und deswegen muss ich diese Umgebung irgendwie simulieren. Das heißt, der soll nach Möglichkeit tun, was er schon immer getan hat. Und ich muss ihm mit heutigen Mitteln eine Gegenstelle schaffen. Darum geht es da. Entweder habe ich noch ein paar Brocken Originalhardware, mit der ich das machen kann, oder aber ich simuliere das. In dem Falle ist es halt so, dass ich über die serielle Leitung rausgehe und in ein Notebook reingehe. So kann man das heutzutage machen. So, was kann außerdem noch Motivation sein? Motivation kann auch sein, wie nutze ich so ein Gerät heutzutage eigentlich? Ich meine, für die tägliche Arbeit kann man es ja nicht mehr hernehmen. Natürlich, die offensichtliche Nutzung heutzutage ist, dass man die Geräte eben noch vorführt, um zu zeigen, wie das damals funktioniert hat.
Und man kann an solchen Geräten noch wesentlich besser, als das heutzutage möglich ist, Funktionsweisen von Geräten erklären. Also wie funktioniert ein Computer beispielsweise? Ne? Und wenn man das Ganze dann ein bisschen abstrakter dann betrachtet ist oder ein bisschen verallgemeinert, dann ist es eben Wissensvermittlung von Technikgeschichte. Ja, unter dem Begriff läuft das Ganze dann eben. So, so viel zum Allgemeinen. Jetzt will ich das Gerät erstmal vorstellen. Dieses Gerät nennt sich konfigurierbare Datenstation Robotron K8915. Und das wurde zu einem bestimmten Einsatzzweck konstruiert. Es ist im Allgemeinen ein Terminal zur Datenerfassung. Also wir bewegen uns in einem Bereich, wo Menschen zum Datenerfassen vor diesem Rechner sitzen und eben im einfachsten Falle Daten eingeben. Man kriegt was, eine Eingabemaske präsentiert, gibt Daten dort ein. Und im Gegensatz zu Terminals, die eine fest konfigurierte Software drin haben und genau eine Sache tun, soll dieses Gerät eben flexibel sein, es soll flexibel konfigurierbar sein. Das ist der Zweck, also das ist das Konzept, was hinter diesem Gerät steckt. So. Das Gerät wurde hergestellt vom VEB Robotron Elektronics Salamelis. Das ist im Südwesten der DDR, in Südwestthüringen, eine Kleinstadt gewesen, ist falsch. Die Stadt gibt es natürlich immer noch, aber das Werk gibt es nicht mehr. Und jetzt schaue ich mal, dass ich das hinkriege. Das Werk sah damals so aus. So, jetzt wird spannend. Funktioniert das? So, kriegen wir das hin? Wie rum ist es jetzt richtig? So ist es doch richtig, oder? Ah. Jetzt wird es doch wieder. Jetzt muss ich doch wieder etwas basteln. Oder ich mache das mal so. Ja, es ist halt doch noch etwas improvisiert. Genau. So, aber so kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. So, das ist so ein Bild von diesem Betrieb. Also die haben halt ganz früher Schreibmaschinen gemacht, also so feinmechanische Sachen. Und sind dann halt eben, ins Kombinat Robotron eingegliedert worden und sind dort eben für unter anderem Datenerfassungssysteme, Mikrorechnersysteme und Speichergeräte zuständig gewesen. So. Genau. Kommen wir so ein bisschen zu den Aspekten des Retro-Computings. Da habe ich mal so 6 Stück rausgefunden. Also wenn man diese Thematik des Retro-Computings in die Mitte stellt, heißt das, man kann von 6 Seiten her auf dieses Retro-Computing drauf gucken und definieren, was ist das eigentlich. Ja? Also das Offensichtlichste, was ja alle hier in irgendeiner Form betreiben, ist dieser technische Hobbyismus. Das heißt, ich befasse mich als Hobby mit der Technik. Ja? Was da so ein bisschen auch dazugehört, ist, dass da immer so ein bisschen Forschung dabei ist. Es gibt einen Forschungsaspekt. Dann gibt es den Bildungsaspekt, was so viel bedeutet wie, man kann diese Rechner natürlich hernehmen, um zu erklären, wie funktioniert so ein Rechner. Weil ich kann deutlich noch eine CPU abgrenzen, ich habe Speicher, ich habe einen Floppy-Controller, einen Bildschirm und was heutzutage alles hoch integriert in einem Chip drin ist, das kann man hier noch ein bisschen grob granularer sich angucken. Dann, wie wir gestern Abend ja auch gesehen haben, gibt es da diesen künstlerischen Aspekt. Das heißt, ich kann mit einer alten Maschine heutzutage noch Musik machen. Ich kann, wie zum Beispiel diese C64 Musik, die wir da gestern hatten,
Oder aber, was man bei mir gegenüber an dem InSci sieht, ist, dass man auch mit so alten Rechnern halt noch Grafik machen kann, die dann entsprechend auf diesen alten Monitoren immer irgendwie so ein bisschen anders aussieht, als würde man das auf einem LCD darstellen. Also man hatte halt immer noch so ein bisschen diesen Effekt. Ja, es sieht halt immer noch ein bisschen schöner aus, wenn das Ganze eben über so einen Bildschirm flimmert und mit so einer Kathodenstrahlröhre da gemacht wird. Ne? Und dann natürlich, was wir auch drüben gesehen haben, ist dieser Aspekt der spielerischen Nutzung. Das heißt, man kann heutzutage immer noch die alten Spiele spielen, sie machen immer noch genauso viel Spaß wie damals. Und obwohl das alte Technik ist, obwohl die Grafik vielleicht nicht die beste ist, hat man trotzdem noch diesen Spielspaß da dabei. Ist halt auch einer der Aspekte, aus denen man das betrachten kann. Und dann natürlich, zum Arbeiten kann ich den nicht mehr nehmen, aber wozu kann ich ihn denn dann nehmen? Ja? Was kann ich mit den Rechnern machen? Also zum Beispiel werden sie verwendet zur Datensicherung. Da brauche ich ja die alte Maschine heute. Ja? Oder aber natürlich, wenn ich heute jemandem was erklären will, dann brauche ich das Ding natürlich. Ne? Oder wenn ich so einen Rechner Leuten zugänglich machen will, die den nicht haben, dann schreibe ich einen Emulator. Was brauche ich dazu? Ich brauche heute die alte Maschine als Vorlage. Ich muss ja gucken, wie es geht. Ne? So. Das heißt, das sind alles so Punkte, wo man sagt, okay, dieses alte Ding, was viele Leute wahrscheinlich wegschmeißen würden, erfüllt noch den und den und den und den Aspekt und die Sachen kann man heutzutage noch damit machen. So, genau. Was tue ich, wenn ich technischen Hobbyismus betreibe? Also das ist natürlich die Grundlage für alles. Das heißt, ich muss das machen, damit meine Maschine überhaupt läuft. Ja, das heißt, wenn ich so eine Maschine habe, ich habe vielleicht irgendwo eine Ruine gefunden, ich muss sie erstmal vervollständigen. Das heißt, ich muss forschen, wie sieht das Ding aus und was muss ich wie zusammenschrauben, damit es wieder der komplette Rechner wird. Also ich habe genug Leergehäuse, wo die Platinen fehlen, wo ich gucken muss, was gehört da eigentlich rein. Ne? Dann, wenn er vollständig ist, ist er vielleicht noch kaputt. Der nächste Schritt ist dann, den zu reparieren. Dann eben restaurieren, damit er wieder schön aussieht. Und womit man es vielleicht auch so ein bisschen vergleichen kann, ist das Oldtimer-Hobby. Ja, wenn jemand ein altes Auto aus der Scheune zieht und baut sich das auf, dann macht er eigentlich genau das Gleiche, nur ist halt mit völlig anderer Technik unterwegs. Ne? Also hier holt man sich weniger ölige Finger. Ne? Aber es blitzt vielleicht ein paar Mal mehr. Ne? So, der Forschungsaspekt ist halt so diese archäologische Forschung, die man... die vor allen Dingen dazu dient, was macht ein Archäologe, der findet irgendwo drei Tonscherben, baut die zusammen und überlegt sich dann, was könnte das mal gewesen sein. Ja? Und genauso ist es auch hier. Ich kann zum Beispiel mir einen Rechner aufbauen und weiß vielleicht aufgrund der Software, die ich habe, wie der Rechner in Hardware aussehen muss. Wenn ich ein Stück Software habe, dann habe ich Maschinencodes, die ausgeführt werden. Wenn das bestimmte Maschinencodes sind, muss es ja ein bestimmter Prozessor sein. Also weiß ich schon mal, welcher Prozessor in die Maschine gehört. Dann greift er auf bestimmten Speicher zu. Wenn er auf Speicher zugreift, muss der Speicher in dem Rechner vorhanden sein. Ja? Dann werden vielleicht bestimmte I/O-Ports auf bestimmte Art und Weise verwendet. Was so viel heißt wie, wenn der I/O-Port mit genau dieser Bytesequenz bestückt wird, dann muss der und der Chip in dem Rechner drin gewesen sein. Ja? Also die Software definiert letztendlich einen Rechner und selbst wenn ich nur die Software habe, habe ich ein Abbild davon, wie der Rechner aussieht. Das Ganze geht natürlich auch andersrum, ne? Dass ich eine Hardware habe und weiß, wie die Hardware aussieht und dann kann ich natürlich in meinen Software-Schätzen suchen, welche Software könnte da drauf gelaufen sein. Also das kann man so rum und so rum betreiben. Und was hier jetzt so ein Aspekt ist, ist der dritte Aspekt, ist die dritte Variante der Rekonstruktion, und zwar per Schnittstelle. Ja, ich habe diesen Rechner, der startet, dann ist es ja ein Terminal, das heißt, über die serielle Schnittstelle feuert er Bytes raus und will bestimmte Bytes wiederhaben. Ja? Und dadurch, dass ich den praktisch über die Schnittstelle versorge, ja, dadurch rekonstruiere ich das, was auf der anderen Seite sein muss. Wenn er ein Byte empfängt,
und fragt das ab, dass das einen bestimmten Wert hat, dann heißt das für mich natürlich, ich gebe dem genau das, was er haben will, damit wir weiterkommen. Ja? Das heißt, in dem Falle ist es halt so, dass er, ich glaube, es war erst eine 10, eine 5, dann eine 10, dann eine 2, die will er halt hintereinander haben, dann macht er weiter, ansonsten läuft er in einen Fehler. Ja? Das heißt, so erkunde ich praktisch nach und nach, welche Bytesequenz ich ihm wie senden muss, damit er ganz einfach was tut und nicht die Arbeit verweigert. Ja? Und so dient mir praktisch diese serielle Schnittstelle dazu, eben das Drumherum zu rekonstruieren. Das ist mit dieser Rekonstruktion per Schnittstelle gemeint. Und Ziel muss es sein, dass wir möglichst vollständig werden damit. Das heißt, das Gerät hat eine bestimmte Menge an Funktionen und ich will mit dem, was ich mit dem Gerät tue, möglichst alles abbilden. Das heißt, alles, was das Ding irgendwie mal gekonnt hat, will ich wieder zum Vorschein bringen, indem ich es vorführen kann. Und da bin ich bei einem gewissen Prozentsatz, weil das gerade aktuelles Forschungsthema ist, das Ganze. Ne? Und natürlich, wenn ich jetzt nicht alle Echt-Hardware habe, muss ich gucken, wie simuliere ich das. Ja? Dann muss ich vielleicht neuere westliche Komponenten dann mitverwenden, um dieses Gesamtbild trotzdem hinzukriegen. Ne? Und natürlich ist es bei diesem Forschungsaspekt natürlich so, Technikgeschichte ist es, ja, die man erhalten sollte. Und was da auch so ein bisschen reinfällt, ist, man kann erforschen, wie war die Arbeitswelt damals. Wie hat man damals Daten eingegeben? Wie haben die Leute gearbeitet? Ne? Also kann man sich vorstellen, dass es in einem DDR-Rechnerraum, in so einem typischen Rechenzentrumsbau, standen halt, was weiß ich, 10 von diesen Geräten rum, da saßen Leute dran, haben Daten eingetippt. Ne? So sah die Arbeitswelt halt damals aus. Kann man anhand von diesen Rechnern dann eben nachvollziehen. So, genau. Und dieser Bildungsaspekt ist hier, deswegen sind die Pfeile halt auch so ein bisschen weniger, vielleicht nicht so. Man kann halt relativ wenig zeigen. Also man kann zwar prinzipiell zeigen, wie ist der Rechner aufgebaut, aber der hat ja keine, ich habe kein Diskettenlaufwerk, also man kann halt relativ wenig sehen. Ja. Was man vielleicht grundlegend erklären kann, bei diesem Bildungsaspekt ist halt, wie funktioniert maschinelles Rechnen? Das kann man vielleicht so ein bisschen erzählen. Maschinelle Logik. Ne? Und was man an dem, deswegen ist hier der Pfeil eher nicht, aber prinzipiell kann man natürlich auch erklären, wie wurden damals Daten gespeichert. Ja, also bei anderen Rechnern ist es halt so, dass wir dann gucken, Daten wurden früher halt auch auf Lochkarte gespeichert, auf Diskette, auf Kassette, auf Papertape, auf Lochband und so weiter. Ne? Was hier so ein bisschen eher wieder vorführbar ist, ist Datenübertragung. Wie wurden früher Daten übertragen? Heutzutage ist das ein Ethernet oder ein WLAN. Damals waren es halt üblicherweise sehr serielle Leitungen, über die übertragen wurde. Oder parallele Leitungen. Sowas kann man hier natürlich auch gut erklären. Dafür ist der geeignet. So, dieser Aspekt historischer Rechner in der Gegenwart. Datensicherung ist eher wenig bei dem. Konnektivität ist hier ganz wichtig. Wie kriege ich diesen seriellen Port, der hier ist, auf einen Rechner? Ja, ganz einfach dadurch, indem ich sage, ich habe hier auf der einen Seite USB, auf der anderen Seite habe ich einen seriellen Port. Dann wird praktisch das Ganze nochmal über ein West-zu-Ost-Kabel, was dann natürlich den anderen Stecker hat, verbunden und geht in den seriellen Controller der Maschine rein. Das ist so Konnektivität des Ganzen. Was ein anderer Aspekt der Konnektivität ist, ist folgender. Heutzutage hat man sowas. Ich versuche mal das hier darzustellen. Wie kriege ich heutzutage Daten in eine alte Maschine rein und wieder raus? Ganz einfach über sowas, indem wir hier den Systembus der Maschine haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich einen RJ45. Und damit kann ich per Netzwerk Daten übertragen. Das ist ein neu entwickelter Controller, der eben mit der alten Maschine redet. Typisches Beispiel für diesen Konnektivitätsaspekt. Über so eine Hardware sind auch diese Folien entstanden. Die sind darüber über die Maschine. Aber zu der Maschine komme ich später noch.
Genau. Ich habe praktisch den seriellen DDR-Controller. Das ist dieser hier. So sah früher, wenn man es jetzt richtig machen würde. Okay. So sah das aus. Der hat vier serielle Ports. Einer ist für die Tastatur gedacht. Die drei sind verschiedene Versionen, verschiedene Varianten serieller Übertragung. Das eine ist das normale V24, was wir hier sehen. Und diese anderen, das nennt sich im Osten IFSS, das ist diese serielle Übertragung per Stromschleife. Dieses Current Loop, das ist auch seriell, aber funktioniert elektrisch halt anders. Genau. Und dann gehen die Daten über die serielle Leitung raus und werden eben per USB in den Rechner gebracht. Und was mache ich dann noch? Dann ist noch das Wichtige, dieses Programm hier, das ist das sogenannte Hardterm. Da kann man für den seriellen Port vieles einstellen und man kann wirkliche Byte-Datenströme schicken. Ne? Und mit diesem Programm kann man so Terminals und so recht gut erforschen. So, was gehört noch zur Konnektivität? Wie kriege ich das alte Bildsignal überhaupt auf diese Leinwand? Ja. Um das hinzukriegen, ich habe einen Monitorausgang, der ist was Spezielles. Und dankenswerterweise, also das ist der berühmte Robotron K7222-Bildschirm, der ist hier eingebaut. Dieses Bildsignal wird nach Komposit gewandelt, also dieser gelbe Cinch-Stecker. Da hat mir ein Hobbykollege dankenswerterweise eine kleine Platine gemacht, die das macht. Dann gibt es hier diesen Wandler, da geht das Kompositsignal rein, da wird das nach VGA gewandelt. Und daneben dieses rote Kastel hier, da geht das VGA-Signal wiederum rein. Und per Ethernet, also das ist ein VGA-Grabber, der greift das VGA-Signal ab. Und dann wird das Ganze per Ethernet über den Ethernet-Switch hier auf den Rechner gebracht. Und wenn ich auf dem Rechner bin, dann habe ich einen HDMI-Ausgang, dann bin ich wieder standardisiert und kann per HDMI eben auf den Beamer gehen und so landet das Bild auf dem Bildschirm. Also das ist praktisch die Kette, die das Bildsignal nimmt, damit das so auf dem Bildschirm erscheint. Genau. Jetzt haben wir diesen Big A5105. Das ist dieses Gerät hier. Das Gerät ist das, was die Folien macht. Ja? Weil ich ja natürlich im Retro-Computing-Bereich unterwegs bin, dann nehme ich halt eben nicht ein Notebook, um meine Folien zu machen, sondern der macht die Folien. Ja? Das heißt, in Anführungsstrichen PowerPoint, das ist nicht wirklich ein PowerPoint, das ist halt hier auf der Diskette drauf. Die wird dann gestartet und dann gibt es ein Assembler-Programm unter CPM, der das eben Buchstaben malen kann. Er kann auch Grafik, theoretisch, aber praktisch mache ich erstmal nur bunten Text. Ne? So, und wenn man jetzt diese Aspekte wieder auf den anwendet, technischer Hobbyismus ist hier wieder ganz viel betrieben, Forschungsaspekt, bisschen Bildungsaspekt, künstlerischer Aspekt vielleicht auch, also er hat auch einen Soundchip, da müsste eigentlich auch ein Pfeil hin. Als Spielerechner kann man den nutzen. Und natürlich, wo der große Pfeil ist, Einsatz historischer Rechner in der Gegenwart, das heißt genau heute nutze ich diesen Rechner, damit einfach die Buchstaben auf der Leinwand erscheinen. So. Um was für eine Maschine handelt es sich dabei? Es ist ein U880-System, also dieser DDR-Z80 steckt da drin. Der hat ein RGB-SCART als Ausgabe. Und ich habe ein Kabel, das eben diesen Oststecker-SCART in einen Weststecker-SCART wandelt. Das sieht dann so aus. Höher kann ich es nicht halten, ansonsten bricht mir hier alles zusammen. Der geht auch in diesen VGA-Wandler rein als separates Eingangssignal. Und dann nimmt das genau den gleichen Weg. Der VGA geht wieder in den Ethernet und per Ethernet wird eben das Ganze auf dem Notebook dargestellt und dann per HDMI auf den Beamer übertragen.
So, das war der kleine Ausflug zu der Maschine, die mir dankenswerterweise die Folien macht. Jetzt kommen wir wieder zu dem Gerät, um das es eigentlich geht und um das Gerät mal so ein bisschen abzugrenzen, weil es gibt viele Robotron-Geräte, die ähnlich aussehen, die haben alle irgendwelche K-Nummern und so weiter. Was haben wir hier eigentlich? Also es gibt verschiedene von diesen Terminals eben. Das oberste ist das älteste Gerät. Das basiert noch auf einem Intel 8008 Prozessor, der im Osten dann eben U808 hieß. Das zweite Gerät ist das so ungefähr das VT100 von DEC. Als DM der DDR hieß das K8911. Sieht so ähnlich aus. K8912 ist ein Dialogterminal, also wo man praktisch in Felder über Tab weiterspringen und Daten eingeben kann. K8913 ist auch ein Datenerfassungsterminal, hängt aber an einem anderen Host-System. Also das 8912, das hängt an so einer Art PDP-11, also an der DDR-PDP-11 sozusagen. Das 8913 hängt an einem Datenerfassungssystem, was Zellamelis irgendwie selbst konstruiert hat oder wo man nicht weiß, wo es herkommt. K8914 sieht auch so aus, ist allerdings so eine Art 3270. Aber nicht mit dem Coax-Anschluss, sondern mit einem seriellen Anschluss. Dann geht das an den Konzentrator und dann von dem Konzentrator geht es eben an den Großrechner. Das ist 8914. 8915 ist dieses Gerät. Ja, deswegen hat er den Pfeil. Das ist kann zum einen ein Floppy-Rechner sein, dann stehen die Diskettenlaufwerke daneben. Oder wenn sie nicht daneben stehen, dann ist es eben ein Terminal. Beziehungsweise dann natürlich auch mit der anderen Firmware. K8917 sieht auch so ähnlich aus, kann aber Grafik. Ist ein monochromer Bildschirm, aber eben halt, man kann dann eben geometrische Darstellungen damit machen, technische Zeichnungen und so weiter. K8918 macht das gleiche auch. Ist allerdings ein 8086 basiertes Gerät, ist dann so ein Desktop, den hatte ich voriges Jahr dabei. K8941, den gab es erst kurz vor der Wende, da gibt es kaum Exemplare davon. Da hat man in der DDR nochmal einen VT220 geklont. Also da ist in einen Robotron-Bildschirm die Prozessorplatine eines VT220 eingebaut, um eben die 32-Bit-Maschine der DDR, sprich den MicroVax 2-Clone, damit zu betreiben. So, das ist vielleicht mal so ein bisschen, um eben diese Geräte, die ja alle irgendwie ähnlich heißen, aber doch jeder ein anderes Zweck hat, mal einfach mal auf einer Seite zu haben. Und wenn ich meine Vorträge mache, die Folie ist immer gleich, ich verschiebe immer nur den Pfeil. Und habe dann das und befasse mich dann eben mit dem anderen Gerät. Genau. Wie grenzen wir den noch ab? Das Gerät grenzt sich zu der anderen Variante des K8915 dadurch ab, dass eben ein Floppy-Controller mit drin steckt, dass ein Diskettenlaufwerk angeschlossen ist und dass man eben eine Firmware, sprich ein BIOS hat, das eben nach dem Starten auf die Diskette greift. Und hier ist es eben so, dass der Diskettencontroller eben nicht gebraucht wird und das BIOS eben eins ist, das eben nicht auf die Diskette greift, sondern auf der seriellen Leitung kommuniziert. Das ist da der Unterschied. Und die andere Abgrenzung das ist ja ein Dialogterminal. Und es gibt dieses Dialogterminal K8912, was eben Dialoge darstellen kann, aber das eben aus einem ROM tut. Ja? Und eine feste Firmware hat. Und dieses Gerät soll konfigurierbar sein, indem man das Dialogterminal-Programm reinlädt. Ja? Das heißt, das ist dann das Konzept, auch weswegen das eine konfigurierbare Datenstation ist. Das ist erstmal eine Datenstation, die halt irgendwas tun kann. Und ich kann über bestimmte Vorgänge das Ganze konfigurieren. Die erste Konfigurationsvariante ist eben der Wechsel des EEPROMs. Der konfiguriert das gleiche Gerät mehr oder weniger um. Und wenn es eben dieser EEPROM ist, der eben über seriell redet, dann kann ich eben durch Laden des entsprechenden Programms in die ansonsten blanke Maschine dieses Gerät umkonfigurieren. Ja? Und deswegen eben auch dieser Begriff konfigurierbarer Datenstation. Ich habe eine Produktionslinie, ein Gerät, ja, habe eben dadurch den Vorteil, dass ich nicht x Geräte bauen muss, sondern ich habe ein Ding, was immer genauso aussieht. Und ich ändere nur Details und habe dann ein Gerät, was eben anders
was eben anders arbeitet. So, wie ist das Gerät intern aufgebaut? Ich habe einen Platinensatz mit einer Backplane. Die Backplane sieht so aus. Nehmen wir mal das weg. Das ist der Systembus. So sieht er aus. Ist eigentlich nichts weiter drin. Das ist letztendlich nur auf der Leiterplatte das Bussystem durchgezogen, mit Ausnahme der Interrupt-Leitung, die natürlich nicht durchgehen darf. Und das sind diese typischen DDR-Stecker. Und das steckt dann eben hier vorne so drin. Und von hinten werden die Platinen dagegen gesteckt. Also so ein typisches Verfahren. Und genau, und da gehört ein Platinensatz dazu. Genau, die haben immer so diese Bezeichnung ABS, das ist der Adapterbildschirm. Das Ganze sieht dann so aus. Und ich habe meinen Systembus, wo eben das dran gesteckt wird. So sieht das Ganze dann aus. Und ich habe hier vorne, hier oben eben den Monitoranschluss. Hier, was so ein bisschen auffällig ist, sind noch die Character-ROMs, also sprich, wo gespeichert wird, wie sieht eigentlich ein Buchstabe aus. Na, und hier haben wir noch ein bisschen Speicher. Der kann 24x80 Zeichen, braucht dafür 2K Speicher. Die nächste Platine ist die sogenannte ATS, Adapter-Tastatur serielle Schnittstellen. Die hatten wir vorhin schon hier liegen. Das ist eben die, die zum einen hier oben die Tastatur über diesen Sub-D bedient. Tastatur, die hier liegt. Dann habe ich zweimal die Stromschleifenschnittstelle und einmal eben das, so eine V24. Und die einzig andere Platine, die dann noch da drin steckt, ist die ZVE, die zentrale Verarbeitungseinheit. Das ist diese hier. Und da habe ich eben hier oben meine CPU. Ich habe eine CTC und eine PIO drauf, also so einen Timer-Schaltkreis und einen PIO-Schaltkreis, dass ich 8-Bit parallele eine Ausgabe machen kann. Ich habe hier 128K Speicher. Und ich habe mal einen U2732, der 4K-Firmware enthält. So, und dann habe ich noch ein bisschen Netzteil, ein bisschen Spannungswandlung und das ist es. Aus mehr muss das Ding nicht bestehen, damit er seine Arbeit tun kann. Genau. Und wie sieht das Ganze dann aus? Also ich habe das Grundgerät mit der Tastatur. Dann habe ich eben ein serielles Kabel, wo ich eben aus dem Rechner rausgehe. Dann habe ich hier Sub-D25, dann wird das nochmal nach Sub-D9 gewandelt. Das ist ein handelsüblicher Adapter. Dann geht das hier in dieses serielle Kabel rein. Und dann kommt das eben hier über diesen USB-Adapter, weil die Notebooks ja heutzutage keinen seriellen Port mehr haben. Da geht das eben über so einen USB-Adapter in den Rechner rein. Und damit ist das Notebook meine Gegenstelle, damit eben dieser Rechner mit dieser Gegenstelle redet, das heißt das Notebook, was eigentlich wesentlich kleiner ist als der Rechner, ersetzt die große Schrankwand. Ersetzt sie nicht wirklich, aber das ist das Ziel. So, das heißt, jetzt kann ich natürlich dann diese Geräte miteinander koppeln. Und dann gibt es dieses berühmte Programm Hardterm. Moment, das war es nicht. Was mir dann eben, wenn das Gerät anfängt, serielle Daten zu senden, eben diesen Bytestrom anzeigt, den ich dann natürlich dann analysieren kann. Da kann ich gucken, was kommt da, was kommt an. Ich kann natürlich auch Sachen wegschicken, aber das mache ich nicht wie bei anderen Terminal-Programmen, dass ich Tasten eingebe und mir bei Sonderzeichen was ausdenken muss, sondern ich kann hexadezimal jedes Byte, ohne dass damit irgendwas Spezielles passiert, einfach rüberschicken. Genau. Und ich habe das seriell am V24 betrieben und nicht an der Stromschleife. Stromschleife hieß ja, dass ich nochmal wandeln muss. Deswegen habe ich da Einfachheit halber V24 genommen und das Ganze mit 9608 O1 betrieben, Odd Parity. Und der fragt aber, das sehen wir dann nachher, der fragt aber alle möglichen Baudraten ab. Also man muss die Baudrate nicht fest einstellen, der versucht das selbstständig rauszukriegen. Das sehen wir aber dann nachher. So, genau. Wenn der startet, dann fängt der praktisch erstmal an und greift immer abwechselnd beide Schnittstellen ab, guckt, ob da was kommt.
und dann schaltet er die Baudraten durch. Und sobald auf einer der Baudraten er feststellt, dass das kommt, was er erwartet, dann stellt er die Baudrate fest ein und arbeitet mit der. Ja? Das heißt, man sieht dann im Hardterm, dass der halt eine 1, eine 10 und eine 5 sendet. Ja? Und beziehungsweise dann eine 10 und eine 4 dann halt zurückkriegen will. Und dann funktioniert das Ganze. Also das ist praktisch das Handshake, was der initial macht. So, was muss man tun, um sowas rauszukriegen? Es gibt halt diesen EEPROM, man zieht den EEPROM raus, man liest den ein oder hat im besten Falle schon die Firmware da. Dann hat man einen Datenblock von 4K? Ja, genau. Und dann schickt man den durch einen Z80 Disassembler. Dann hat man entsprechend die Opcodes, wie die halt in Maschinensprache sind. Und dann guckt man sich das genau an. Und schreibt dann jeweils dahinter, was passiert hier eigentlich. Ja? Also das, so würde das dann aussehen. Das ist genau das Falsche. Das ist übrigens das Programm, dieses, was die Folien macht. Ja? Das sieht man hier so ein bisschen. Hier sind dann die Texte definiert und so weiter. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist dieses hier. So sieht das dann aus. Also dieser vordere Bereich, das sind halt die Opcodes, wie sie eben aus dem EEPROM kommen. Und ja, hier wusste ich offensichtlich zum Beispiel gerade nicht irgendeine Adresse. Keine Ahnung. Und man fängt eben an, guckt nach markanten Stellen. Zum Beispiel, wo wird was auf die Hardware ausgegeben, wo kommt was in die Hardware zurück. Weil es muss ja mindestens irgendwo eine Stelle geben, die ein Byte von der Serienschnittstelle einliest. Und es muss mindestens eine Stelle geben, die auch Bytes wieder ausgibt. Und wenn man weiß, auf welcher IO-Adresse das Ganze abläuft, dann muss man nur den ganzen Code nach genau dieser IO-Adresse durchsuchen, nach eben DB41 und D341, also was Ein- und Ausgabe sind. Und dann kann man das schon mal hinten dran schreiben. Dann hat man das schon mal dokumentiert, dass an der Stelle eben das passiert. Und so kann man sich praktisch immer weiter vorhangeln. Dann hat man vielleicht eine Routine, wo man ungefähr weiß, was tut die. Die löscht zum Beispiel den Bildschirm. Dann schreibt man überall, wo die gerufen wird, dahinter Bildschirm wird gelöscht. Und so entstehen nach und nach immer diese Kommentare und nach und nach findet man dann eben raus, kristallisiert sich eben raus, wie das Ganze funktioniert. Das sind natürlich ellenlange Texte. Und was es gerade hier bei dem so ein bisschen schwer macht, ist, dass er selbst modifizierender Code drin ist. Sprich, ich ermittle eine Adresse, schreibe die irgendwo hin und springe dann dorthin. Ja? Das heißt, ich weiß in dem Moment nicht, Moment mal, wo springt der jetzt eigentlich hin? Ursprünglich steht eine 0 da, dann wird das irgendwann mal mit irgendeiner Adresse gefüllt, die er irgendwoher sich ausgerechnet hat, und dann springt er dahin. Ändert das aber auch immer mal. Ja? Auch Interrupt-Tabellen zum Beispiel werden immer mal geändert. Wenn ich sende, habe ich eine andere Interrupt-Tabelle, als wenn ich Bytes empfange. Ja? Der schaltet das immer um, je nachdem, ob er gerade der Meinung ist, senden zu müssen oder empfangen zu müssen. Und also der konfiguriert sich halt ständig um. Ja, und wenn ich nur das so statisch habe, ist das natürlich schwierig, das rauszukriegen. Das Beste wäre natürlich, das Ganze zu debuggen, da bin ich aber noch dran, das hinzukriegen. Also, dass man wirklich den Code schrittweise sich angucken kann und aber auch im Speicher sieht, was da gerade passiert ist. Ne? Dass ich mir nicht immer merken muss, was muss da jetzt stehen, sondern dass mir die Speicheranzeige das sagt. Ne? So, finde ich auch meine Präsentation wieder. So, genau. Das heißt, irgendwann findet man dann mal raus, dass man eben einen Datenblock mit gewissen Bytes senden muss, dass man gewisse Bytes auch hat, die Sonderfunktionen haben, so wie STX, ETX, das sind diese standardisierten Starttext, Endetext, EOT, End of Transmission haben wir. Dann haben wir hier die 06 ist Acknowledge, die 15 ist NAC, also Not Acknowledge und so weiter. Also diese ganzen Steuerbytes, da halten die sich eigentlich dran, die werden geschickt und die bedeuten auch eigentlich das, was sie laut Standard bedeuten. So, und der aktuelle Forschungsstand ist, ich kann ein bisschen was zeigen. Ich kann einen Datenblock senden, er reagiert auch drauf, er tut auch das, was er soll. Was ich nicht geschafft habe, ist, dass er
den gesendeten Datenblock halt wirklich startet. Also dass man kann ein Stück Programm als Daten reinsenden und eigentlich sollte der den starten. Und den zum Starten zu kriegen, das ist halt schwierig, weil man da, weil das geht mit Sicherheit. Ja, ich habe die Stelle gefunden, wo das auch abgeprüft wird. Aber es ist nicht so ganz klar, welches Byte wie gesetzt werden muss in diesem Datenstrom, damit das auch wirklich passiert. Das, was ich vermutet habe, habe ich ausprobiert, geht schon mal nicht. Ja. Aber er hat ansonsten halt auch noch ein nettes Feature drin, weil wenn man in seinem Header ein Bit kippt, da gibt es halt ein bestimmtes Bit, was man kippen muss, wenn man den Datenstrom dahin schickt, dann schreibt er das nicht in den Speicher, sondern schreibt es auf den Bildschirm. Das heißt, er hat irgendwie die Möglichkeit, dass er eben den Datenblock, den man ihm geschickt hat, dass der den einfach auf dem Bildschirm ausgibt. Und was halt eben noch fehlt, ist wirklich so einen Programmstart hinzukriegen. Das müsste hier als Zielbild dann kommen. Genau. Zielbild ist halt wirklich, dass ich ein Programm mir baue, das ich reinladen und starten kann, um eben eine Demo zu haben, wie das Gerät funktioniert. Und was ich dann natürlich, wenn ich weiß, wie sowas aussieht, dann kann ich natürlich meine Datenbestände nach gewissen Bytes durchsuchen und kann gucken, ich habe auf irgendeiner Diskette mal irgendwas gefunden, das könnte ein Datenblock sein, das dir als Programm da reingehört. Man kann da so nach bestimmten Kennungen eben suchen und kann, wenn man das gefunden hat, entsprechend mit der Methode des scharfen Hinguckens dann sehen, könnte das sein, probieren wir es doch einfach mal. Aber das ist Zukunftsmusik im Moment noch, weil, wie gesagt, ich erstmal rausfinden muss, wie ich das geladene Programm auch gestartet kriege. Und genau, und das müssen Programme sein, die letztendlich Dialoge auf dem Ding darstellen. Ne? Sowas in der Art muss das sein. Danach muss man halt suchen, um eben das Demo dann komplett zu machen. Ne? Und genau, das muss irgendwie als Terminal arbeiten und es gibt vielleicht auch richtige Anwendungsprogramme dafür, dass man eben ein CPM-Programm vielleicht nicht von Diskette lädt, sondern über die serielle Leitung reinlädt und dann startet. Irgendwas in der Art muss es da geben dafür. Und ist aber, wie gesagt, noch Zukunftsmusik. Genau, und die letzte Folie ist halt immer Demo. Das heißt, jetzt kann man natürlich gucken, wie funktioniert das Ganze. Ne? Damit das Gerät keine... weil es ja doch ein altes Gerät ist, das sich unter Umständen unkontrolliert reagiert, hängt da ein Trenntravo einfach davor, aus Sicherheitsgründen. Wenn ich den jetzt einschalte und schalte hier die Quelle um, genau. Und jetzt sehen wir, wie das, man sieht es vorne auf dem grünen Bildschirm, jetzt läuft gerade die Diagnose durch, das heißt, das ist dieser Power-on-Self-Test, den er macht, wo er sein ROM, sein RAM und seine seriellen Schnittstellen prüft. Er prüft, ob eine Tastatur dran ist, wenn keine Tastatur dran ist, läuft er nicht weiter. Und was jetzt eben passiert, ist, dass er eben auf IFSS und auf V24 eben alle möglichen Baudaten durchguckt und selbstständig versucht rauszukriegen, mit welcher Schnittstelle und mit welcher Geschwindigkeit muss ich eigentlich arbeiten. So, und diese Bytes, die ich da senden muss, um so einen Datenblock halt hinzukriegen, das habe ich eben mal in so ein kleines VBS-Programm zusammengefasst. Und wenn ich das dann mal starte, dann sieht man praktisch, wieso sehe ich jetzt nichts? So, hier unten sieht man was. Also, genau, da kann man das so ein bisschen gegenüberstellen. Genau, was man jetzt sieht, ist, dass kein Fehlercode mehr kommt. Ich bin immer noch, das scheint irgendwie so eine Art Programmkennung zu sein. Das ist auch was, wonach man dann mal suchen muss, wenn man Recherche dann betreibt. Die Baudrate bleibt jetzt stehen, das heißt, die Baudrate hat er richtig erkannt und er ist aber immer noch im Bootvorgang. So. So. Und was wir jetzt sehen, hier hat sich das so ein bisschen geändert.
Das scheint irgendwie die Konzentratoradresse zu sein, weil man kann ja, man kann mehrere von diesen Terminals an das Hauptsystem anschließen. Und hier kann man so ein bisschen eine Speicherkonfiguration, wird die Speicherkonfiguration angezeigt, weil ein Byte, was mit übergeben wird, sagt, wie der Speicher aufgebaut sein soll. Ich habe hier diese vielen Speicherchips hier, das sind 128K RAM. Weil ich aber nur ein Z80 habe mit 64K, hat er die Möglichkeit, 16K-weise diese RAM-Bänke umzuschalten. Und das Programm, was in den Rechner geladen wird, hat vielleicht eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Speicherkonfiguration sein muss. Und deswegen hat man mit diesem Byte die Möglichkeit, diesen Speicher halt umzuschalten, um in eine andere Bank das reinzuladen. Also das ist alles vorgesehen. Also das muss alles soweit funktionieren. Und natürlich hat sich halt hier D20.01.24, da habe ich mal irgendwie die andere Kennung reingeschrieben, um einfach zu demonstrieren. Also was ich ihm da reingebe, macht der. Nur was halt nicht funktioniert, ist, dass er dann auch die Adresse anspringt. Das macht er irgendwie nicht. Obwohl, ich habe jetzt herausgefunden, dass man ihm offensichtlich einen Block mit null Länge schicken muss. Und wenn er Block Size 0 findet, dass er dann startet. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Was man jetzt aber auch noch zeigen kann, ich boote den mal neu, ist, dass man Zeichen ausgeben kann. Na, also der hat halt, da muss man nur im Vorblock ein Bit anders setzen. Das fragt er halt ab. Na? Das hat jetzt noch nicht geklappt. Ja, irgendwie mag er mich jetzt nicht mehr. Ja, los, komm, du hast eine V24. So, jetzt. Genau. So, und weil ich ihn eben zumindest mal irgendwas machen lassen wollte, obwohl das noch Forschungsstand ist, habe ich einfach mal so einen Block konstruiert und habe den ausgegeben und die Frage ist, was steht da? Kleiner Tipp, was ist das erste Programm, was man einen Rechner machen lässt? Genau. Eigentlich wollte ich eine String-Ausgabe machen, aber das ist die einzig andere Möglichkeit gewesen, sowas hinzukriegen. Genau. Dann bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war halbwegs interessant, informativ. Und gerne noch ein paar Fragen. Ansonsten würde ich dann anfangen, dann das Ganze alles wieder abzubauen. Also dann vielen Dank.